Hallo und herzlich willkommen zur 228. Folge der vierten Staffel von Space Engineers auf Micro Hazard TV. Ich bin's, der Eisträger, und begrüße euch wieder zusammen mit dem Heiko. Hallo. So, heute ist Freitag und deswegen schweiße ich heute mal keine Batterien. Ich habe ja gestern schon ein paar angefangen. Ich werde versuchen, euch jetzt nicht da tagtäglich jetzt die nächste Woche lang jetzt hier oder zwei Wochen lange Batterien voll zu nölen. Ich muss einfach nur mal dazu kommen, Space mal ein bisschen offscreen zu spielen wieder. Weil dann könnte ich auch mal was anderes machen, weißt du? Mhm. Würde auch ein bisschen schneller vorankommen mit der Voyager. Aber offscreen spielen wir es aktuell ja eigentlich fast gar nicht. Aber wie gesagt, 120 Stahlplatten allein für den Sauerstoffgenerator. Aber wenn du die drin hast, ist er schon zu 88% fertig, wa? Ja. Der Rest ist ja nur noch Kleinkram. Dann fünf, auf jeden Fall. Fünf Herstellungskomponenten, zwei große Rohre, vier Motoren und fünf Computer. Aha. Kommt dann noch dazu. Das war's dann. Das ist heftig. Ja. Deswegen schweißen wir heute mal ein paar Sauerstoffgeneratoren. Mit den Stahlplatten, die ich mitnehmen kann, kann ich, wie viel kann ich schweißen? Also Stahlplatten kriege ich rein. 1, 2, 3, 4, der fünfte ist dann nicht mehr voll, aber also 4,5 etwa die Stahlplatten. Der Rest kann ich dann direkt, also wo die großen Rosen noch mal ein bisschen, aber das geht ja alles schnell. Außerdem kann ich aktuell die Batterien eh nicht alles schweißen, weil er noch gar nicht genug Energiezellen hat. Er muss noch 880 herstellen, Heiko. Oh. Ich habe sie genau abgezählt. Sind genau berechnet für 36 Batterien. Also wir freuen uns jetzt über den Gigawatt-Bereich. Ich glaube, Stefan war schon lange schon weit über dem Gigawatt-Bereich. Ich glaube auch. Weil er hatte irgendwas gesagt von wegen, er hat schon mal zig Reaktoren und allein wenn du dir die Triebwerksanzahl anhörst, die er da schon mal hatte, ne, mit über hunderten von Triebwerken da, dann war ja definitiv schon im Gigawatt-Bereich. Ich konzentriere mich gerade auf die linke Gondel hauptsächlich. Mhm. Also vorgeballt sind die Batterien in beiden Gondelhälften, beiden Seiten. Da fehlen nur die Energiezellen halt, aber da müsste ich eigentlich mal den Mops beladen. Wo ist der eigentlich? Ist der noch bei dir da oben oder was? Der Mops? Das kann gut sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Du hattest den Mops doch gemopst, oder? War da nicht was? Ich guck mal, ob ich den hier oben stehen habe. Jo, der steht hier oben. Hm, den hattest du auch dabei gehabt. Ja. Dann könnte ich zumindest ein paar Energiezellen laden und bräuchte vielleicht nicht. Aber ist die Frage, ist man dann wirklich so viel schneller? Du musst zwar jetzt, weil so wahnsinnig viel wird da auch nicht reinpassen. Mhm. Und dann ist der Punkt, mit dem Schiff, mit dem Mops zum Beispiel hier rein, brauche ich ja deutlich länger, ja, als wenn ich so mit dem Jetpack immer wieder rein und raus fliege. Mhm. Also da verliere ich ja dann wieder Zeit, in die Flugzeit quasi dazwischen. Ne, mit dem. Wenn ich den Heler fertig geschweißt habe, dann geht auf jeden Fall schon mal, werden auf jeden Fall schon die Tanks getankt. Mhm. Deswegen, weil so viel Uran habe ich jetzt gar nicht drin in den Reaktoren, kann sein, dass die schon relativ schnell leer sind. Das werden wir ja sehen, ne? Aber dann habe ich zumindest drei volle Batterien. Ja. Also das heißt voll, aber zumindest drei Anfang Ladestatus Batterien. Ich muss da gleich die Stahlplatten vorziehen. Ich habe gleich keine Stahlplatten mehr. Das Schiff hat auch nicht mal eine Brücke, Heiko, ne? Brücke habe ich noch nicht. Ja. Wo willst du die eigentlich reinbauen? Na oben. Ja. Oben im Teller in der Mitte, wo schon die Fenster sind. Ja. So.
Ich bin gerade überlegen, wie ich bei mir die Burg baue. Achso, für das andere Schiff jetzt. Ja. Ja, fürs Kleine. Weil ich könnte da auch theoretisch so was machen, wie du bei Atlas hast. Oder ist jetzt halt ein fertiges Cockpit dran? Was beim Frachter aber irgendwie nicht so geil aussieht. Ja, ein fertiges Cockpit ist halt deutlich einfacher und schneller, ne? Ja, aber es sieht nicht ganz so geil aus. Aber ist halt bei der Größe des Schiffs, weil ein Frachter ja meistens ein bisschen größer wird, bei der Atlas ja Ja. auch, siehst du ja, bei der Größe, wenn ich bei der Größe jetzt nur so ein kleines vorgefertigtes da gesetzt hätte, würde winzig wirken, das Cockpit dann, das im Verhältnis zum Schiff irgendwie, ne? Ja. Glaube, ich baue erstmal die Karosserie jetzt so und dann gucke ich mal, wo ich das Cockpit hinsetze. Ich möchte nochmal für alle neuen Zuschauer erwähnen, oder mehr oder weniger neuen Zuschauer, die noch nicht so lange dabei sind. Unsere Mondbasis wird komplett nur mit Solarstrom betrieben. Ne? Also kein Reaktor verbaut und auch keiner angeschlossen irgendwo über ein anderes Schiff. Aber es hält auch ganz gut. Hält gut, ne? Ich meine, gut, in der Zwischenzeit sind es auch echt viele Solarzellen. Ja gut. Aber besser so, als wenn sie irgendwie jede zweite Folge der Strom ausgeht. Ja, wenn wir ständig Uran besorgen. Weil guck mal, wir müssten sonst ständig nach Uran gucken. Wir müssten Ja. ständig gucken, dass wir ausreichend Uran haben. Ja, wir haben ja zwei Tower hier. Also hier ist ein Tower. Das ist natürlich nicht der einzige, der reicht bei weitem nicht. Das ist der einzige, den man sieht, so direkt, ne? An der Basis. Aber Meine Frage, hast du bei deiner bei Atlas eine Batterie oder einen Reaktor verbaut? Atlas ist Batterie. Okay. Die Atlas fliegt komplett auf Batterie. Die hat keinen Reaktor. Die hat nicht mal einen Notreaktor. Ja, Die hat gut. sogar ein Schutzschild und fliegt auf Batterie. So, ich habe mir gerade die großen drei Tanks platziert. Dann habe ich die drei Container platziert und einfach minder. Mehr, Oh. aus mehr besteht das Schiff aktuell noch Der nicht. untere Container ist voll. Oh. Oh. Der obere ist auch nahezu voll. Er schiebt schon in den dritten rein. Die Energiezellen nehmen doch einen Haufen Platz weg. Ja. So, ich brauche große Rohre, da kann ich schon mal alle mitnehmen, die da sind auf jeden Fall. Ein paar Motoren brauche ich. Naja, nimm mal mit einfach. Eh schon wieder voll mein Inventar, deswegen mal gucken, weil ich damit komme. Stark. Herstellung stark. Ach, die Herstellungsrouten habe ich vergessen, deswegen schweißt er nicht weiter. Computer brauche ich dann noch und natürlich Herstellungskomponenten und natürlich noch. Ach, große Rohre brauche ich sogar nur zwei. Reicht aber trotzdem nicht. Ich hatte nur 27. Also für die eine Seite reicht es, aber für die andere Seite nicht. Die Motore reichen? Nein, die reichen auch nicht. Toll. Wir fehlen fünf Motore, ne? Fünf Motore und noch ein paar große Rohre. Aber auch nicht mehr so viele. Warte mal, 27 hatte ich, 44 hätte ich gebraucht. Das sind 3, 7, 17, oder? Ja. Ich mag immer gerne so abgezählt produzieren. Das ist nicht so groß auf Lager haben, immer, weißt du. 17 große Rohre hätte ich denn gerne noch. 7. Dann brauche ich noch Motoren, haben wir ja noch. Da brauche ich noch, was habe ich gesagt, wie viel brauche ich? 4, 1, 5 habe ich gesagt. Dann brauche ich Herstellungskomponenten noch. Brauche ich auch Computer? Sauerstoffgeneratoren, ja, 5 pro Stück. 5, das sind 22, 10, das sind 120, ja. Rohre. Wie viel Herstellung brauchten Sauerstoffgenerator, Herstellung, auch 5, also auch 120. Da habe ich genug dabei. Okay. Kann ich die jetzt fertig machen schon, die Sauerstoffgeneratoren?
Weiß ich nicht. Weil da musst du auch mit Verbinder arbeiten, mit Verbinder und Sortierer und so. Obwohl, Ja. nee, Verbinder brauche ich nicht, nur Sortierer. Bei Sortierer ist ja auch der Punkt, du kannst ja auch mit einem Sortierer den Fluss von Sauerstoff regeln. Das hatten wir ja schon festgestellt. Ja. Wenn ich den Sortierer ausschalte, geht der Sauerstoff auch nicht mehr durch, glaube ich. Hatte das schon mal getestet. Die Richtung hatte ich getestet, aber nicht, ob es noch durchgeht. Wenn es in der Aus ist. Nee, weil ich muss gucken, dass ich hier nicht die Sauerstoffgeneratoren abschalten muss, weißt du, um den nicht weiter zu füllen. Ja. Weil die müssen ja anbleiben wegen Wasserstoff. Genau. Ein großer Container von dem kleinen Grid war auch mal drei, war auch 5x5x5, ne? Großer Container vom kleinen Grid ist, ja, ich glaube, war 5x5x5, ja. Der hat den perfekt vorne eingebaut, die Batterie. So, ich kann dann verkünden, ich habe 22 fertige Sauerstoffgeneratoren. Wow. Das ging mal schnell, wa? Ja. Aber die brauchen halt abgesehen von Stahl ja kaum was. Ja, das ist wohl so. 22. Sind nur noch nicht verbunden, konveyortechnisch. Ich sollte auch langsam mal triebwerkstechnisch ein bisschen was machen, wie gesagt. Beschleunigung habe ich ja immerhin schon zwei große, aber Bremstriebwerke habe ich noch gar nicht. Bremstriebwerke nicht, vor allem Triebwerke, die mich in der Luft halten, habe ich noch nicht. Davon werde ich am meisten brauchen, weil das sind die relevanten. Die anderen sind nicht so wichtig. Die wichtigsten sind nur die, die mich in der Luft halten. Alles andere ist dann halt, ja gut, dann sind die anderen Richtungen halt langsam, aber Hauptsache, sie stürzen nicht ab. So. Keine Stahlplatten mehr, Mist. 16.000 an Bord. Kommt mir bekannt vor, das Problem mit dem, keine Stahlplatten mehr. Alles voll hier, Habe jetzt was wohl macht denn der? 16.000 Stahlplatten an Bord, von Ah, daher. okay, mit den Energiezellen ist halt durch. Ich könnte jetzt also alle Batterien, die ich da platzieren will, an sich fertig platzieren. Ja. Aber das dauert halt, ne? Ey, das ist logisch, das dauert halt jetzt einen Moment. Also, platziert sind ja ein Teil schon. 24 sind schon platziert. 12 fehlen noch, aber. Ich kann ja jetzt noch mal jetzt hier zum Ende der Folge noch ein paar Batterien wieder rüber scheffeln, ne? Aber die Sortogeneratoren sind fertig. Ich muss jetzt nur mal Konverleitung legen. Ich habe noch nicht einen Block Konverleitung gelegt hier drin, ne? Oh. Die drei Batterien sind eben mal schon fast komplett voll, ne? Noch 4 Minuten, also schon über 75% sind sie schon. Die drei Batterien. Ist aber gut, dann habe ich schon mal gespeicherte 12 Megawatt insgesamt. Ist ja das Problem, ne? Sie geben halt die 12 Megawatt ab, aber speichern ja nur 4. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt die drei Tanks untereinander verbinde. Obwohl doch, weiß ich jetzt schon, in der Mitte. Kann ich die gut verbinden. Dann gibt es von außen eine Zuleitung, dann passt das. Hast du die wieder runtergebrachte Reaktorkomponenten oder was? Ich hatte nur drei mitgenommen. Oder liegen noch drei? Ja, 200 Reaktorkomponenten. Ach so, dann liegen die im anderen Ort, in anderen Container da. Oder? Ja, Und wieder eine Batterie fertig. Hier in der Mitte kann ich da perfekt miteinander verbinden. Dann muss ich nur irgendwo von außen eine Leitung dran packen. Wo ich das mache, weiß ich aber noch nicht. Ja. Na, ich muss auch Obwohl irgendwo doch. quasi noch so eine Art Tankrüssel haben, wo ich die Voyager auch tanken kann. Ja. Also abgesehen, ja klar, über die Schleusenandockpunkte kann man natürlich den auch tanken, ne? Ja. Aber nochmal so einen separaten Andockpunkt irgendwo nochmal Aber ich glaube, ich habe gerade den Weg gefunden, wie ich das am besten machen kann. für einen kleinen Tanker. Essen verbinde also raus und dann, ne?
Ja, Verwinder, so mit raus und so, du weißt es. Du hast ja gesehen, wie die Atlas da einmal rumgespackt ist Ja, ich draußen. weiß. Ich weiß. Also Das das will will ich bei der lange. Voyager auf keinen Fall haben. Ja. Deswegen sind ja die Fahrwerke auch mit diesen ganzen Verbindern da unten verriegelt. Wo ja auch immer schon die Fragen kamen. Ich weiß nicht, was die ganzen Verbinder da unten sollen. Aber ich meine, alle, die das Spiel schon öfter gespielt haben, kennen das doch mit dem, mit diesem ganzen, diesem Klang-Effekt, sage ich mal, dass das alles dann rumspackt und rumvibriert und rumwackelt und sich hochschaukelt und immer stärker anfängt zu wackeln. Und irgendwann einfach abbricht irgendwann, so nach dem Motto, will ich nicht haben. Und so, ich meine, ja, es würde vielleicht auch ohne gehen, ne? Ja. Aber so bin ich einfach sicher, dass da nichts schief gehen kann. Weil sie die Okay. Fahrwerke fest verriegelt sind, fertig. So bin ich wesentlich sicher, dass da nichts passiert. So, die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Wir haben 22 fertige Sauerstoffgeneratoren. Ein paar Batterien haben wir jetzt auch noch mal zusätzlich am Ende noch gemacht. Letzte Folge haben wir allgemein Batterien geschweißt. Davor haben wir die Sauerstoffgeneratoren ja gesetzt. Und ja, wann Livestream kommt, kann ich euch noch nicht sicher sagen. Vielleicht sogar schon morgen. Aber ansonsten wahrscheinlich spätestens übermorgen. Aber da schauen wir mal. Da Ja. müsst ihr mal ein bisschen dann gucken, was da so für Ankündigungen kommen bei uns. Oder ihr folgt uns einfach mal auf Twitch. Quatsch, auf Twitch. Auf Twitch ist Bitte. falsch. Entschuldigung, auf Twitter. Dort kriegt ihr natürlich auch entsprechende Mitteilungen, wenn wir Livestream ankündigen. Ich versuche die zumindest immer alle anzukündigen. Manchmal vergesse ich es auch, weil der LS zum Beispiel war auch nicht angekündigt auf Twitter. Aber also ich versuche dran zu denken, aber manchmal vergesse ich es auch, wie gesagt. Aber gut, wir verabschieden uns, sagen ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss, Ja. tschüss. Tschüss.